Hallo Mitmenschen und willkommen zurück zu diesem Spiel hier, das jetzt eigentlich alle vom Namen her langsam können sollten. Für die, die es vergessen haben, es heißt immer noch Hasune Miku Project Diva F und wir sind immer noch im Editor-Modus. Beim letzten Mal ging es darum, hier Lens Part ein wenig weiter auszubauen, wo hier wild rumtanzt und fuchtelt und tanzt und fuchtelt und fuchtelt und fuchtelt und fuchtelt. Und ich habe jetzt mal versucht, bis zum dem Teil, wo wieder der Refrain einsetzt, mal wieder seine Lippenbewegungen einzustellen. Und jetzt kommt noch so ein bisschen Kamera hier zum Ende noch einstellen und dann kommen wir auch langsam zu seinem Refrain. Jetzt zeige ich einfach nochmal so den Part soweit, wie jetzt, einfach nochmal ohne den Bearbeitungsbalken unten und dann nochmal so insgesamt sein Part so mit der Lippebewegung zu sehen, jetzt live im Nachhinein hier. Und da fängt auch schon der Refrain an. Dieses Bild. Ein so schönes Lied und ein so seltsames Bild. Jo, ich habe hier auf jeden Fall... Moment, aus dem Vollbild raus. Genau, hier Animation. Hier Para Para 2 nochmal eingebaut, weil ich wollte dieses... Wie er hier rumtanzt, ist zwar ganz schön und so. Und wie er sich rumwedelt und... Aber Moment, das hier war's. Wo er sich so rumdreht, das wollte ich kein zweites Mal drin haben. Da habe ich jetzt Tech Para 2 eingebaut. So dass er nur ein bisschen mit den Armen rumwedelt, aber nicht mehr groß hin und her hüpft. Ich wollte einfach hier ein bisschen an eine andere Stelle, nicht so viel rumhüpfen. Bam. Hat sich tatsächlich Tech Para angeboten und dann der Springy Dance. Wobei ich da nochmal mit der Geschwindigkeit ein bisschen rumgespielt habe. Ich habe einmal versucht, die Bewegung erstmal an den Bass hier anzupassen, denn hiernach hört man den Bass so richtig schön, so bam, 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 so schön und dann eben so verlangsamt, bis das übereinstimmt, das war dann 103%, dann war mir das zu langsam hier in dieser Abwärtsbewegung, habe ich es verdoppelt auf 203%, hat er rumgefuchtelt wie so ein Wilder, das sah total bescheuert aus, also habe ich den üblichen Mittelwert genommen und bin jetzt so bei 154 und tue jetzt mal so, als ob das passen würde. Ist ein bisschen zu schnell, aber fürs Erste passt's, denke ich mal. So, was wollte ich noch? Hier eine Kamera. Also ich finde es ganz nett, hier mal zwischendurch so eine dynamische Kamera so auf ihn fokussiert zu haben. So, die auch so ein bisschen mitwackelt, aber ich muss das mal ein bisschen lauter nochmal für mich machen. Moment. Denn wenn ich die Musik nicht hören kann, dann kann ich kein ordentliches Video dazu machen. Nee. So, und hier geht es ja jetzt nochmal die Kamera. Ihnen bin ich soweit fertig. Habe hier wieder fast alles unten ausgestellt und nur noch Kameraeffekte. Die Noten kommen ja erst zum Schluss, hatte ich vor. Und da kann ich auch ein bisschen weniger machen bloß. Man sieht hier jedes kleine Stückchen einstellbar und hier nur so blub, blub, blub. Aber geht auch. So, Kamera. Da muss ich nochmal das Video im Ganzen gucken. Moment. Was haben wir denn alles? Eine Nahaufnahme vom Gesicht. Wir haben wieder einmal von frontal wegzoomt. Einmal von rechts nach links. Einmal ranzoomen. Draufbleiben. Und hier am Ende nochmal so ran, raus. Bestimmt also wieder ein bisschen Kamerafahren hier machen. Ne? Machen wir einfach mal wieder von unten nach oben so. Von unten kann ich den Fokuspunkt noch niedriger setzen. Ja, das sieht bescheuert aus, wenn ich nicht näher rangehe. Also gehe ich mal näher ran. So. Okay. Und den anderen Punkt entsprechend nach oben fahren. Und vielleicht noch mal ein Stückchen näher ran. So.
So bis zu 22 würde ich sagen, denn da hört er gerade so ein bisschen singen wieder auf. So, man kann es jetzt an den Lippenbewegungen sehen. Wenn der Mund zu ist, schließt er sich gerade erst und hier geht er, würde er wieder aufmachen. Also fängt hier ein neuer Ton an, also etwa hier. Hier können wir einfach mal eine Nahaufnahme von seinem Gesicht. Zoom, rotieren, Character, Screen Left, hä? Ich will mal sehen, was das ist. Ich weiß nicht. Aha, okay. Also so sieht übrigens die Decke aus im Cyberspace. Sehr schön, auch die Gestaltung so. Aber das hat sich erst über die Jahrzehnte entwickelt, dass man dieses Symbol da oben links so eingebaut hat. Das war ursprünglich mal dreieckig, aber jetzt haben sie es so in einem Polyeder einbauen können, aber. Ja, ich finde das trotzdem sehr kunstvoll gestaltet hier. Ja, durchaus, durchaus. Ich lösche es gleich mal. So. Einfach mal Front Close on the Gesichte. Oder das müsste es eigentlich doch. Front Close. Einfach Uffe Fresse. Jo! Sieht bescheuert aus. So, okay. Dann bin ich wieder bei meinem manuellen Input. Gehe auf die Gesichter, gehe näher ran. So. Näher geht auch gar nicht. Deswegen passt das. Und das ist jetzt spannend. Wird er wirklich so voll daneben die Kamera halten oder nicht? Irgendwas ist hier seltsam. Er müsste hier weiter nach links. Dann werde ich hier einfach mal wieder auf XY gehen. Und tatsächlich wieder ein bisschen den Fokuspunkt nach. Moment, horizontale ist so. Nicht die Kamera. Der Fokuspunkt natürlich so ein bisschen nach links. Ja, ist nicht viel, aber so, so, so okay. Da merkt man auch, dass die Kamera anfangs vielleicht noch ein bisschen wackelt, oder? Und dann, nee, doch nicht sonderlich, aber halt mitfährt. Na doch. Ist nicht weiter links. Das war jetzt nur, wenn man aufs Gesicht fixiert hat, dass er das so komisch macht. Dann stellen wir es wieder auf normal. So. So, dass wir ihn einfach in der Mitte haben. So, ja. So. Genau so. Und ich glaube, die Länge will ich noch mal ein bisschen. Ja, da. So, hier nochmal, weil irgendwie der Übergang gefiel mir noch nicht ganz. So, vielleicht. Vielleicht noch verlängern. Ja, hier so bis fast vom Ende der 23, dann sollte das auch passen. Na komm. So, noch diese paar Sekunden irgendwie und dann kommen wir mal zum Refrain endlich. Aber was sollen wir mit der Kamera machen? Die Kamera muss ja irgendwas machen. Oder können wir einfach mal komplett um ihn rumfahren? Das ist vielleicht auch mal ganz niedlich. Wlupp. Aber hier macht er nicht so viele Drehbewegungen, da steht er eigentlich bloß rum. Macht das da Sinn? Es könnte gewagt sein. Vielleicht werden auch ein paar Bildschirme aus dem Hintergrund dabei sterben, aber wir müssen es versuchen. Ah! So, manueller Input. Kamera dicht dran. Und ja, meine Stimme klingt gerade wundervoll. Aber ich bin gesund. Immerhin, das finde ich schön. Ich hoffe, ihr seid auch gesund. Es gibt da Menschen, die werden zu dieser Zeit krank. Es gibt Menschen, die niesen gerade. Es gibt Menschen da draußen. Alles wichtige Sachen. So, ich kann die Kamera nicht weiter, nicht weiter, nicht. Gut, Fokuspunkt runter. Oh, was sind denn das für Schuhe? Vor allen Dingen, wer hat Lautsprecher in seinen Hosen drin? Das interessantes Konzept, auf jeden Fall. Na gut, man soll auch irgendwas sehen, so. Füße. Mensch. Super interessant. Okay.
So. Oder wir machen... Moment. Wenn eine Volldrehung ein bisschen zu gewagt ist, drehe ich ihn einfach von links. Von Lenz links. Ha. So. Und gehe... Moment. Genau auf die andere Seite. Also Kamera ein bisschen höher. Kamera aus oben. Schön höher. Fokuspunkt höher. Kamera wieder niedriger. Nee, dann lassen wir die Kamera einfach auf ihre Position. Sehen Len von oben. Gehen mit dem linken Stick einmal von der rechten Seite ran. So. Und jetzt noch die Mittelposition, damit er mir nicht wieder so... Ach nee, erstmal die Länge feststellen. Uah, hallo Bauch. Damit er damit die Kamera nicht einfach durch ihn durchsitzt, was sie gerade gerne machen will. Und dann fügen wir noch eine Mittelposition ein, damit die Kamerafahrt ordentlich läuft. Und dann sollte das gehen. So, mal schauen. Hier bist du 27, einfach mal schauen. So, 23 sind 4 Sekunden, sind 2, 25, noch ein Stückchen und hier. Darf ich... Achso, hier, Add Key hier. Und zwar jetzt ein bisschen weiter weg von ihm. So, und den Fokuspunkt wieder, ja, auf die Mitte. Okay. Schauen wir mal, wie es aussieht. So, dann wieder frontal ranzoomen. So. Okay. Erst langsam ranzoomen. Edit Key, den hinteren. So, okay. So. Moment. So, kurz bevor er in diesen Aktion übertritt, etwa hier, hier fängt er ja offensichtlich an, so. Okay, es formt sich langsam ein Bild, ja, ich kommentiere jetzt nicht so viel, ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie spannend. Ich versuche dafür eben auf dem Bildschirm mehr hinzukriegen, anstatt jetzt... vor dem Mikro, aber wenn das hier irgendwann fertig werden soll, muss ich halt ein bisschen konzentrieren. Das macht jetzt als Display nicht ganz so viel Sinn, ne, wenn ich die ganze Zeit nicht rede, aber na gut, es formt sich in meinem Kopf ein Bild, wie wir gleich zum Refrain überspringen und dann werde ich dann auch noch versuchen, eine andere Animation einzubauen und da vielleicht ein bisschen rumtricksen und dann landen wir mit Len auch endlich auf der Sternenstage. Mensch, ich kann es langsam ausreden. Bravo! So, nochmal. So, manueller Input, wie immer. Flups. Oder Character. Chest. Waste. Niedrige Kries nicht, ja? Hm. Okay, ich schau mal, was passiert jetzt. Ach, das klappt überhaupt nicht. Nochmal neu. Manuell, so, diesmal den Fokuspunkt einfach mal nach vorne legen, abwärts, so, Kamera kriege ich nicht weiter runter, aber ich kann den Fokuspunkt mit der Kamera vorne verschieben, so, okay, bisschen höher. Kamera oder den Fokuspunkt auf. Na, nicht die Länge. Hm. So. Höher. Hm, Fokuspunkt einfach mal. So. Genau. Und dann muss die Kamera auch sofort nach oben kommen.
Und zwar bis auf seine Höhe natürlich. Edit Key, gehen nach oben, Fokuspunkte nach oben, Vertikale hoch. Wir sehen einen riesen roten Ball hinter Lenz Kopf. Das ist der gute. Und die Kamera heben wir einfach auch mal ein Stückchen mit an. Es funkt dafür wieder ein bisschen runter. Dann schauen wir mal. Okay, die Länge setzen wir hier an, wo die Kamera auch auf seiner Höhe ist. Unten, so bei Mitte. Länge hier. Dass sie sozusagen mit ihm hochfahren. Hochfahren. So, hier, anschließend. So. Oder, wenn das so nicht klappt, dann dass sie wieder nach vorne versetzen, wo er anfängt. Blublublub. Und hier nochmal eine Kameraposition einbauen. Flups. Wo wir halt mit ihm runtergehen. Genau. Ah, jetzt muss ich hier. Kann ich das irgendwie kopieren? Ja. Okay. So. So, und jetzt eben genau umgekehrt. Kriege ich das hier irgendwie rum? Ja, ich wachse. Jump to next one. Daddy, copy, move. Settings. Ich möchte das hier zuerst haben, aber gut. Ich könnte. Moment. Ich habe eine Idee. Ich kopiere das hier nach hinten. Und sage hier. Settings, edit den ersten und sage letzte Position kopieren. Jo. Dann habe ich jetzt hier zweimal dasselbe Ding. Und hier geht er hoch statt runter. Dann lösche ich das erstmal wieder raus. Denn ich habe die Kamera positioniert immer noch genau hier. Sage jetzt, bewegen. Nach hier vorne. So. So, jetzt muss ich nur noch diese Kamera nach hier unten hinkriegen, wo die ist. Kamera ist. Moment. So, Energie. Das hier auf die 50 runter. Und das hier auf 1. Okay. Und dann müsste das. Ha! Yeah! Hätte man sich vielleicht einfacher machen können, indem man hier einfach eine Kamerafahrt fest positioniert und dieses Ding einfach mittel einbaut. Aber wenn man schon die fertigen Einstellungen hat und sie kopieren möchte, geht das zum Beispiel so. Jetzt hier noch den Übergang ein bisschen sauberer. So ein Stückchen länger. Moment, kurz strecken. Ach, schön. So, und jetzt der größte Trick beim Übergang in den Refrain. Also, ich brauche eine Animation, die ich anderen machen möchte. Dazu passen Kameraeinstellungen. Mit dem Effekt wieder einen Übergang besorgen und die Soundstage muss geändert werden. Und das innerhalb dieser halben Sekunde. Los geht's. Zuerst die Animation, denn ohne Animation geht hier gar nichts. So. Ich wollte dazu tatsächlich mal diesen, wie hieß denn das? Hovering, Schweben. Gucken wir uns einfach mal durch. Frenetisch, national, nein. Swayen ist es nicht, es muss Schweben sein. Nun weiß ich nicht mehr genau, wie das hier hieß. Deck Para, Flamenco ist es nicht.
Action könnte es sein. Floating, ja, natürlich. Schweben, ja. Probieren wir mal. Jo. Wo er anfängt zu schweben. So, genau hier. Hier fängt er dann einen an zu knicken. Wir geben ihm keine Zeit zum Übergang. So, was würde jetzt passieren? So. Und jetzt, denn, Moment. Ach, komm. Denn das ist ja eine extrem langsame Animation. Das heißt, es dürfte nicht zu bescheuert aussehen, wenn ich die Geschwindigkeit minimal erhöhe. So. Schneller geht's nicht, oh Mann. Na komm. Damit kann ich trotzdem arbeiten. Außer wir sagen, dieses in die... Hey, ach Mann. Außer dieses in die Knie gehen, überspringen wir einfach mal. Und nehmen gleich, wo er abhebt. So, mal schauen. Na, ist nicht so gut. Aber wo er schon in der Hocke ist, das könnte man machen. Oh, so. Hier ist er gerade in der Hocke und dann hebt er ab. So, schneller geht's auch nicht. 300% ist Maximum. So, jetzt möchte ich Kameraposition. Manuell natürlich, denn das, was ich vorhabe, ist kein Standard-Move. Erstmal Kamera so nah wie möglich. So nah wie möglich. Kamera ganz hoch. So dass wir über ihm sind. Hallo. Vielleicht einen Tick zurück. Ja. Okay. Vielleicht ein bisschen niedriger noch. Und irgendwie sind wir ein bisschen neben der Spur. Achso, hier. Nee, vertikal. Horizont. Hä? So? Nee? Komm. Nee, horizontal. So müsste sein. Okay. Ja, genau das wollte ich doch sehen. So. So, und das nächste. Flups. Den Fokuspunkt auflennen. So, in ihn hinein. So, so, Kopf und Kamera hoch. Ja, von mir aus ganz hoch. So hoch wie möglich. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. So, und jetzt? Hier fängt es an. Also machen wir flups, damit es ein bisschen schneller wird, auch die Kamerafahrt. So. Okay. Und jetzt nochmal. Vielleicht tickt zu schnell. Oder, Moment, flups, statt die Kameraposition nach ganz oben zu wählen, hätte ich gerne, dass der Fokuspunkt ein bisschen weiter vorne und deutlich niedriger ist im Boden. So. So, dass wir aber Len auch sehen und die Kamera vielleicht ein bisschen höher. Naja, vielleicht doch nach oben, aber egal. So, komm. So. Fast mittig. Okay. So. Fokuspunkt muss noch ein bisschen geändert werden. Moment, das schauen wir mal. Moment. So, dass wir Len noch im Zentrum haben. Denn um ihn geht es nun mal irgendwie an dieser Stage gerade. So.
Okay. Noch ein Kästchen weiter. So. Hier. Stern. Da. Stern. Sage. Genau so. Okay. Und jetzt mit dem Effekt diesen Übergang noch hinkriegen. So, welchen nimm wir denn? Nimm wir denn, nimm wir denn? Naja, der Effekt wird ja hauptsächlich hier abgespielt. Der Rest passt schon. Snow on the Range. Oder tatsächlich mal die Blätter. Nee, ist nicht ordentlich. Feuer, nein, nein. Was mit Feuerwerk? Nee. Es muss schon etwas sein, ja, das den ganzen Bildschirm blockiert. Nee, das kann man für so eine Kameraposition mal nehmen, aber muss schon wieder so ein Riesenteil sein. Dynamischer Fokus, diesmal nicht. So, die ganzen Fade-ins, weiße Grenze. Nö. Nö. Screenfilter sind nicht gerade für Übergänge geeignet, denke ich mal. Lichtwelle. Naja, da müssen die schon größer sein oder so. Nochmal Blitzschlag. Das könnte man machen, dass wir jetzt sozusagen hier einen kleinen Frankenstein haben, der dann aus dem Cyberspace so in die Sterne geboren wird. Was gibt's noch? Rauch? Aha. Na, Rauch passt hier nicht. Passt nicht in den Cyberspace. Was soll man denn da, denn Rauch und sind ja kleiner Staub und Teilchen und Zeugs und das passt nicht in Cyberspace, weil das ist ja nur digital. Sonst noch irgendwas hier, dass man auch als so einen Übergang, der einmal den ganzen Bildschirm blockiert, nehmen kann. Man könnte auch sagen, dass der Blitz hier quasi den schwarzen Boden so trifft und dann so den ganzen Boden zum Glühen bringt, denn in dieser Position sieht man ja nichts außerhalb des Sterns dann. Das könnte, ja, genau. Könnte dann auch klappen, ja, und hier kommen noch die Farben. Ja, ich probiere es mal mit den Blitzen, ansonsten wieder diese Farbexplosion wie beim ersten Mal. Aber das wäre mir ein bisschen zu langweilig, das einfach nochmal denselben Trick anzuwenden und deswegen versuchen wir es mal mit den Blitzen. Wo waren die Blitze? Das war, glaube ich, die Lahmblitze, ja, Lightning, ne, das war hier unten. Gleich nach den Filtern und dem Bellen und der Blitzeinschlag. Genau den. Aber ich kann nur. Kann nichts weiter außer nicht mal die Stärke oder Sättigung oder sonst irgendwas einstellen, wirklich nur die Geschwindigkeit des Effekts. Bam! Der ganze Boden wird zum Glühen gebracht. So, und der Effekt sollte dann hier auch langsam wieder aufhören. So etwa hier. Hier ist nämlich gerade gar nichts und dann kann ich auch genauso gar nichts einstellen. So. Oder wir sagen 200% oder 300% sogar. Dass einfach mal der Boden einmal komplett. Ja, da gehe ich wieder rückwärts, damit wir gleich bei 300 sind. Und dann kann ich den Effekt auch schnell wieder abschalten, ohne dass er komplett mittendrin abgebrochen wird. So, komm. Okay. Und dann. Ah ne, dann wäre es besser, das so zu machen. So, nee, mit Viereck. Move. So, hier ist einmal komplett nichts. So. Nee, das ist zu schnell. Das hat dann auch keinen Sinn mehr, wenn es zu schnell ist. Und wir rasen, 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 rasen. Komm. So. Nur ja, dann muss ich das natürlich noch ein ganzes Stück wieder nach hinten wieder bewegen. So. Und jetzt noch mal mit der Kamera schön raus. Input. Erstmal die letzte Position nochmal übernehmen. Und dann schießen wir eine komplett andere Richtung nochmal davon. Flupp.
Advanced Settings, Key hinten. Runter die Kamera, Kamera runter, abwärts, abwärts, abwärts. Wieder auf Len runter. Wupp, wupp. Das ist eine völlig daneben. Was soll denn das? Ja, das ist doch nicht Len. Hier, da, das ist doch nicht. Was soll denn das? Hier, Len. Oder ich muss mit der Kamera wieder ein bisschen weg. Ach, natürlich. ich muss natürlich einstellen, ob ich auf Rin oder auf Len habe. Und Len ist natürlich Number 2. Und ja, dann muss ich natürlich einstellen, wenn ich auf Charakter gehe. Jetzt passt es wieder. Ich habe mich schon gewundert. So. Einmal so und schön. Nicht zu weit, weil sonst kommt mir wieder diese Lampe hier in der Mitte dagegen. So. Oder machen wir den Effekt doch ein bisschen da. Nochmal langsamer. Ja, das klappt sonst nicht. Das ist so komisch, wenn der Blitz. Blitze sind ja schon mal von Natur aus schnell. Und wenn ich den Effekt jetzt noch verschnellere, dann wirkt das irgendwie total bescheuert. Und deswegen. Komm. Wir bewegen den mal, wenn die Blitze gerade weg sind. So. Natürlich, die Tanzanimation muss dann wieder eine andere sein. Kloppen wir mal schnell einen rein. Ah, jetzt habe ich natürlich. Muss ich ihn schnell wieder auf den Boden bringen? Also kurzer Übergang und ihn dann rumtanzen lassen. Hui, das wird interessant. Einfach einen von den Tänzen mal reinkloppen. Na komm, irgendwas wird schon dabei sein. Ja, nehmen wir erstmal den hier einfach. So, on. Schneller Übergang. Hüpf runter. Die Blitze hören irgendwie ziemlich schlagartig auf. Kann man das nicht mal so langsam abblenden? Okay, dann mache ich die doch in Standardgeschwindigkeit oder sogar noch ein Stück langsamer. Mir gefällt das gerade nicht. Dass die Blitze einfach so weg sind. Die müssen aufhören und nicht einfach weg sein. Das ist wichtig. So, und dafür muss ich natürlich wieder das Abschalten des Blitzes wieder dahin verschieben, wo der Blitz auch aufhört. Schuh. So, hier fängt er wieder an. So. Und entsprechend die Kamera einfach mal genauso verlängern, bis dahin, wo die Blitze aufhören. Und dann haben wir das. Und so haben wir den Cyberspace in ein sternleuchtendes Paradies, was auch immer, verwandelt. Yeah. So sieht das aus. Bäm. Dann würde ich sagen, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, dieser kleine Übergang zu seinem Refrain hat euch irgendwie gefallen. Meinung dazu, wie immer, gerne schreiben. Ansonsten spiele ich hier einfach mal Lens Part wieder vollständig ab. In the previous beginning block Dings Teil und so. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss und drinnen fällt hin. Macht Spaß.